Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder um die letzten drei gelesenen Bücher gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Dare to Love 7, Aller Anfang ist Küssen von Carly Phillips. Das ist wie gesagt der siebte Teil der Dare to Love Reihe und ihr wisst ja, dass ich diese Reihe lese. Ich habe jetzt auch endlich den ersten Teil ja noch mit zum Geburtstag bekommen, der hatte mir ja noch gefehlt, den muss ich jetzt auch mal noch mitlesen. Und ja, ich habe mich jetzt schon sehr auf den siebten Teil gefreut, denn das siebte Teil ist so ein bisschen so eine Rockstar-Geschichte. Denn in diesem Buch geht es um Avery und Avery hat so ein bisschen Probleme, eine Beziehung einzugehen, denn sie traut immer noch ihrer Jugendliebe hinterher, Gray Kingston. Und Gray taucht eines Tages plötzlich wieder in ihrem Leben auf und möchte, dass sie ihn auf einem Konzert besuchen kommt und ja, nimmt halt wieder Kontakt mit ihr auf und sie ist erst sehr zwiegespalten, trifft sie sich mit ihm, trifft sie sich nicht mit ihm, geht sie hin oder nicht oder was macht sie jetzt, wie macht man das dann in dem Moment richtig? Sie entscheidet sich dann aber auf, das Konzert zu geben, um Gray noch eine Chance zu geben, um vielleicht wenigstens wieder Freunde zu werden und an die Vergangenheit ein bisschen anzuknüpfen. Denn die beiden haben sich sehr, sehr nahe gestanden und waren auch sehr, sehr gute Freunde. Und ja, wie gesagt, Gray hat ihr halt das Herz gebrochen, weswegen das für Avery alles nicht so einfach ist. Als Avery dann nach dem Konzert in den Backstage-Bereich geht, um halt Gray persönlich nochmal zu treffen, sieht sie dann so eine Situation, die sie nicht ganz so toll findet und sie denkt sich so: Es ist nicht mehr der Gray, den sie einmal kannte und es ist nun mal jetzt so, dass er halt ein großer, berühmter Rockstar ist, dem sich halt Groupies reihenweise an den Hals schmeißen und das kann sie nicht und das will sie nicht, deswegen dreht sie quasi auf dem Absatz um und verschwindet wieder. Gray bekommt das Ganze dann mit und verflucht in diesem Moment seine Berühmtheit, denn Gray hat in den letzten Jahren eins gemerkt, er möchte Avery zurück, denn sie ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in seinem Leben. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht und es ist eine wirklich süße Geschichte. Also es sind hier so zwei, drei Momente in diesem Buch, wo ich mir dachte so, ja, ist klar, komm, ist gut. Aber das sind halt so kitschige Momente, wo man denkt, okay, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen unrealistisch, aber das hat man ja in jeder Liebesgeschichte irgendwo. Deswegen sind sie ja so schön, weil sie halt gerade so ein bisschen kitschig und unrealistisch und ja, so sind. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat mir dieses Buch wieder richtig gut gefallen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich finde, dass diese Reihe mit jedem Buch ein bisschen besser wird. Der Teil hier war auch definitiv einer der besseren Teile. Der sechste, den konnte es jetzt nicht toppen. Der hat mir bisher von allem am besten gefallen mit der Geschichte von Maggie und Scott. Aber ich würde sagen, er kommt gleich da danach. Denn wie gesagt, es ist eine wirklich tolle Liebesgeschichte. Und es ist schön zu sehen, wie Gray versucht, die Liebe zurück in sein Leben zu holen und wie er auch versucht, mit Averys Ängsten dann umzugehen. Denn bei Avery in der Vergangenheit ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, weswegen sie absolut nicht im Rampenlicht stehen möchte, weswegen sie versucht, der Presse so weit es geht aus dem Weg zu gehen, was ja in ihrer allgemeinen Familiensituation nicht ganz so einfach ist. Und ja, ob es Gray schafft, dass Avery ihm noch eine Chance gibt oder nicht, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Ansonsten kann ich schon sagen, vom Setting her sind wir hier wieder in Miami, was ich sehr, sehr cool finde. Die Charaktere von den ersten sechs Bänden kommen natürlich am Rande auch wieder mit so drin vor. Und hier war es so, dass man Tyler kennengelernt hat, den Bruder von Avery, und man hat schon so gemerkt, dass Tyler und die beste Freundin von Avery, dass da irgendwas zwischen den beiden abgeht und ich bin da schon sehr, sehr gespannt. Um die beiden geht es aber leider erst im neunten und letzten Teil, deswegen muss ich mich da noch etwas gedulden. Ich glaube, der kommt im Mai raus. Ich glaube, im März kommt der 8. und im Mai dann der 9. und dann sind wir fertig mit dieser Reihe. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr. Also wie gesagt, die Nebencharaktere von den ersten Bänden waren auch wieder alle so mit dabei, was ich ja mal sehr, sehr schön finde. Dann ansonsten, was Avery und Gray betrifft, finde ich die beiden ganz, ganz süß. Es waren so ein paar Sachen, die ich bei Avery wie auch bei Gray nicht ganz nachvollziehen konnte, aber das fand ich jetzt nicht weiter tragisch. Das hat mir jetzt das Lesen da definitiv nicht versaut. Ich fand am Ende die Entwicklung, die Avery hier auch gegenüber ihrer Familie gemacht hat, ganz, ganz toll. Und ja, kann nur sagen, war eine richtig tolle Geschichte. Ich mag diese Reihe total und kann sie euch da wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal Bock auf eine richtig tolle Liebesgeschichtenreihe mit ein bisschen Erotik habt, dann schaut euch die Dare to Love-Reihe von Carly Phillips auf jeden Fall an. I like. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, war mal wieder ein E-Book, was ich gelesen habe. Und zwar dieses hier, Maskierte Weihnachten von Regina Meißner. Dieses Buch ist auch so eine Weihnachtsgeschichte. Also man kann es auch wie einen Weihnachtskalender quasi lesen, denn es hat 24 Kapitel. Das heißt, man könnte es an Weihnachten jeden Tag ein Kapitel lesen. Was ich niemals hingekriegt hätte, weil ich ja dann auch wissen möchte, wie es weitergeht. Deswegen, ich finde, man kann dieses Buch auch außerhalb von Weihnachten sehr gut lesen. Es ist jetzt, wie gesagt, thematisch Weihnachten, aber ich
finde, man kann es auch gut jetzt noch mit in der Nachweihnachtszeit im Winter quasi mitlesen. In diesem Buch geht es um Amber und Amber ist so richtiger Stubenhocker. Sie liebt ihre Bücher und sie geht nicht gerne raus, sie mag auch Menschen nicht so gern, wird aber von ihrer Mitbewohnerin, mit der sie sich ein Zimmer teilt, auf dem College überredet, am 6. Dezember auf eine Weihnachtsparty zu gehen. Amber, wie gesagt, tut sich dann ihrem Schicksal fügen und geht halt mit ihrer Mitbewohnerin auf diese Party. Und erstaunlicherweise trifft sie dort auf einen unbekannten Prinzen, denn es ist eine Party, wo man sich so verkleiden muss und Amber geht als Engel und dann trifft sie dort auf einen Prinzen mit einer goldenen Maske. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb total, also Amber ist auch sofort von diesem Prinzen fasziniert, nur er zeigt ihr halt ihr Gesicht. Der Abend nimmt dann so seinen Lauf, die beiden küssen sich auch und Amber ist total hin und weg und plötzlich verschwindet der Prinz wieder und Amber weiß gar nicht, was sie davon so halten soll. Sie versucht dann den Prinzen ausfindig zu machen, was ihr leider nicht gelingt, was sie aber auch gar nicht muss, denn auf einmal erhält sie Hinweise in Form von Päckchen und Zetteln und Briefen, denen sie nachgehen soll, wenn sie wissen möchte, denn wer der Prinz ist. Dies tut Amber natürlich und so nimmt die ganze Geschichte ihren Lauf. Und das Ganze entwickelt sich dann in so eine Art kleine Schnipseljagd, die der Amber dann halt immer folgt, um halt den Hinweisen nachzugehen, um halt rauszukriegen, wer denn jetzt der Prinz ist. Mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht sagen. Ich denke, das fasst das Ganze gut zusammen. Ja, zur Handlung weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es waren zwei Stellen in diesem Buch, wo ich persönlich gedacht hätte, wenn das einer mit mir machen würde, ich würde zur Polizei gehen und Anzeige erstatten wegen Stalking. Also, es ist so wirklich ein schmaler Grat zwischen romantisch und absolut psychotisch. Und ja, als das Ganze dann am Ende aufgelöst wurde, machte das natürlich auch alles Sinn. Aber es ist schon sehr übertrieben, meiner Meinung nach, gewesen. Und sehr, wie gesagt, ja, nicht so ganz normal. Also, was der Typ dann alles mit ihr gemacht hat, um ihr halt Hinweise zu geben. Ich hätte da ein bisschen Schiss gekriegt teilweise. Also, ich möchte euch jetzt natürlich nicht spoilern, deswegen kann ich euch nicht sagen, was der Typ gemacht hat. Aber, also es waren, wie gesagt, insbesondere zwei Sachen, wo ich gedacht hätte so, oh mein Gott, woher weiß das der Typ? Wo, wieso? Und ich hätte da echt Schiss bekommen. Aber Amber hat das Ganze eher locker gesehen und hat das Ganze dann natürlich aufgrund ihrer Vermutungen dann auch versucht herauszubekommen. Als am Ende das große Geheimnis gelüftet wurde, wer denn jetzt der Prinz eigentlich ist, war ich etwas verwirrt. Denn es waren da so widersprüchliche Aussagen auch in der Geschichte, was ich ein bisschen schade fand. Ja, also von der Handlung her hat es für mich nicht hundertprozentig gepasst. Die Charaktere an und für sich fand ich ganz gut. Wie gesagt, ich konnte Embers Reaktion hier das ein oder andere Mal nicht so ganz verstehen. Also wenn der Typ das, wie gesagt, so mit mir gemacht hätte, ich wäre da jetzt von der Reaktion her in die entgegengesetzte Richtung geschlagen wie Amber. Aber na gut, so ist sie halt. Von den Charakteren kann ich eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Amber ist halt so der typische Stubenhocker, der nicht so ganz aus sich rauskommt. Sie ist ein sehr liebenswerter und Familienmensch und ja, es war vom Charakter her war immer eigentlich eine ganz, ganz nette, was den Prinzen betrifft. Er war natürlich sehr geheimnisvoll und mysteriös und ja, war auch ganz okay. Mir persönlich war es so, dass es in dem Buch zu viele Ungereimtheiten gab. Also zum einen, wie gesagt, was die Reaktion der Charaktere betrifft und zum anderen, diese ganze Handlung teilweise hat sich sehr widersprochen. Gerade am Ende, wo rauskam, wer es jetzt ist, dachte ich so, hä? Passt irgendwie gar nicht mit dem vom Anfang und dann war ich schon etwas verwirrt, aber naja gut. Ich finde das Buch, es ist schwierig bei diesem Buch irgendwie was zu sagen und eine Wertung abzugeben. Ich bin bei diesem Buch so zwiegespalten. Einerseits fand ich es wirklich ganz, ganz süß und ganz, ganz toll und andererseits fand ich es schon ein bisschen, ja, deswegen, ich kann euch nicht genau sagen, wie mein Gefühl für dieses Buch ist. Also es ist so ein Mischmasch. Also wenn wir jetzt von der Sternebewertung ausgehen würden, würde ich dem Ganzen so 3,5 bis 4 Sterne geben, weil, wie gesagt, mir da einfach ein paar Ungereimtheiten zu viel in dieser Geschichte waren. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat es mir eigentlich vom Ansatz her und dem Ganzen auch ganz gut gefallen. Also, wer jetzt Lust hat, ne? Auf noch eine schöne weihnachtliche Geschichte jetzt so nach Weihnachten. Der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal mit angucken. Auch wie gesagt, wenn ich jetzt persönlich da ein paar Ungereimtheiten fand. Sina hat das Ganze zum Beispiel wieder gar nicht so empfunden. Sie hat das alles so nicht so wie ich jetzt gesehen. Sie hat das teilweise auch anders betrachtet. Deswegen hat es ihr wieder ganz gut gefallen. Und ja, also die Meinungen sind ja da verschieden. Deswegen, ich kann wie gesagt so vom Gefühl her nicht wirklich irgendwas sagen. Ansonsten, wie gesagt, Charaktere waren okay, Handlung war... Ihr wisst, teilweise etwas verwirrend für mich. Ansonsten, das kann ich euch noch erzählen, vom Setting her befinden wir uns hier an einem typischen College. Ich weiß gerade nicht mehr wo. In
Es ist weg. Ich weiß nicht mehr, wo dieses College ist, aber es ist so ein typischer College-Campus. Dann im weiteren Verlauf der Geschichte befinden wir uns bei Amber zu Hause in auch so einer kleinen Stadt und da liegt ganz, ganz viel Schnee. Also es ist ein ganz, ganz tolles Weihnachtssetting und ich muss sagen, dass es mir so von den Beschreibungen her und von den Szenen her auch gut gefallen hat. Also ich konnte mich da wirklich gut hineinversetzen, auch in diesen Wald mit dem Schnee und wie das, was da alles so passiert ist. Also es fand ich schon ganz, ganz cool und es hat Regina meist noch echt cool beschrieben. Aber wie gesagt, diese Ungereimtheiten in dieser Geschichte, das war dann nicht so mein. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass Maskierte Weihnachten völlig okay war von der Geschichte her und man kann sie sich auf jeden Fall mal mit angucken. Damit sind wir dann beim letzten Buch für dieses Video und zwar dieses hier, Everflame Tränenfahrt oder Witches Do Not Die Quietly. Ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil dieser Trilogie und ich habe dieses Buch ein Jahr lang bei mir rumliegen gehabt, ehe ich es jetzt mal weitergelesen hatte und jetzt dachte ich mir, jetzt musst du dieses Buch endlich mal lesen. Habe ich getan. Ich muss sagen, dass mir der zweite Teil besser gefallen hat als der erste. Ich weiß noch, dass der erste mich ziemlich verwirrt hat teilweise und dass mir hier viele Sachen nicht gefallen haben. Das hat sich im zweiten ein bisschen geändert. Ich mochte auch die Charaktere mehr wie im ersten Teil und ich finde, dass Lily sich hier in eine Richtung entwickelt hat, die mir sehr, sehr gut gefällt. Sie ist vom Charakter her viel, viel stärker geworden und ja, sie hat eine eigene Persönlichkeit auch entwickelt und eine eigene Meinung, sage ich mal. Und das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Zum Inhalt kann ich euch nicht allzu viel sagen, denn der zweite Teil knüpft genau an den ersten an. Und wenn ich euch selbst, wenn ich euch vorlese, was hier hinten passiert, spoilere ich euch das Ende vom ersten. Deswegen, ich fasse euch nochmal ganz kurz den ersten Teil so zusammen, denn in dieser Geschichte geht es im Prinzip um Lily. Lily hat ganz, ganz viele Allergien und ist krank und kann halt nicht so wirklich am Leben teilnehmen und tut dann eines Tages trotzdem zu einer Party gehen mit ihrem Kumpel Tristan, von dem sie eigentlich mehr möchte. Tristan ist so ein Weiberheld und schleppt jedes Mal eine andere ab und dann haben sie sich aber geküsst und Lily hat dann natürlich mehr reininterpretiert und auf dieser Party sieht sie dann, wie er wieder mit so einem anderen Mädel rummacht, weswegen sie halt auch ein bisschen ausrastet und dann kriegt sie so einen allergischen Schub und ja, muss das Ganze dann auch irgendwie verkraften und wünscht sich am nächsten Tag fort aus dieser Welt, fort aus dieser Stadt in ein anderes Leben. Und ja, irgendwie wird dieser Wunsch erhört und Lily befindet sich auf einmal in einem ganz, ganz anderen Salem wieder wie dem ihren. Und sie weiß erstmal gar nicht, was da los ist. Und vor allem ist sie total verwirrt, als sie plötzlich auf sich selbst trifft. Und in dieser Welt ist Lily nicht einfach nur ein Mädchen, sondern eine Hexe und hat ganz, ganz besondere Fähigkeiten. Und das ist so das Grobe, worum es im ersten Teil geht. Lily versucht dann natürlich noch wieder mit nach Hause zu kommen und trifft dann dort auf verschiedene Charaktere und Personen, die ihr helfen oder auch ihr schaden wollen. Und am Ende das Ende ist wirklich so fies gewesen, dass ich gesagt habe, boah, ich muss wissen, wie es weitergeht. Deswegen hatte ich mir den zweiten Teil gekauft und ja, wie gesagt, der zweite knüpft dann direkt an den ersten an. Ich kann nicht nur so viel sagen, dass im zweiten Teil wir hier wieder die Welten wechseln. Also wir befinden uns dann teilweise wieder in Lillys Heimatwelt, teilweise wieder in der anderen Parallelwelt. Und es kommen hier einige Sachen ans Licht, die auch so für den Hintergrund der Geschichte ganz, ganz interessant sind, die auch einiges endlich mal erklären, was wir am Anfang so, hä? Und ja, deswegen den zweiten Teil, wie gesagt, fand ich echt cool, hat mir definitiv auch besser gefallen wie der erste. Und warum bin ich denn jetzt so dunkel, verdammte Hacke? Mist! Bin total dunkel gerade geworden, es tut mir leid. Die Sonne kommt schon wieder raus. Sonne kommt und Sonne geht. Ja, auf jeden Fall hat mir der zweite Teil deswegen auch besser gefallen wie der erste. Das Ende vom zweiten Teil hatte wieder so einen fiesen Plot-Twist, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht, aber ich habe den dritten Teil noch nicht da, den muss ich mir erst kaufen. Und da ich ja gerade Subabbau betreibe, ist das eher ungünstig. Aber ich werde diese Reihe auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr noch mit zu beenden. Und ja, wie gesagt, Everflame Tränenfahrt hat mir ganz gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie diese Trilogie ausgeht und was Josephine Angelini sich hier für unsere Charaktere noch hat einfallen. Das waren meine letzten drei gelesenen Bücher. Habt ihr eins von diesen Büchern gelesen, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.